Hallo und hallo und hallo, hallo, hallo an alle, guten Tag, herzlich willkommen, willkommen. Ja, so fangen viele das Let's Play an und ich halt mal so, hallo, es wird Nacht, wir gehen schlafen. Ich kann noch nicht schlafen, es ist noch nicht Nacht und immer noch nicht und immer noch nicht. Also die richtige Position finden. Nein, jetzt. Gut, meine lieben Freunde, die Folge 209 steht. Und wir sagen mal, willkommen zur Folge 210. Habe jetzt nochmal in den Einstellungen nachgeschaut von der Musik. Und sie war doch laut und so haben wir es jetzt gelöst. Leiser will ich es nicht machen. Wenn ihr es leiser doch mögt, dann muss ich es leiser machen. Dann muss ich mir das so dotieren, wie die ganzen. Also ich habe das jetzt Lautstärke für die Musik auf 30%. Und die hatten Regler bei OBS auf 10, 20, 30, 40, 50, 60, 67, 77, 67, 70, 80, 90, ja, 67. Ja, ein bisschen Sand kloppen muss auch mal sein. Wir wollen ja hier schließlich auch was bauen. Ich habe einen Kompromiss gefunden mit einigen Zuschauern in den Kommentaren. Manche fänden es nämlich doch besser, wenn ich mir die Sachen zurechtlege. Also vorher zurechtlege, dass es mir passt. Da ich aber zurzeit ein wenig in Stress bin und ich hoffe, ihr verzeiht mir das, muss ich mal die Offscreen-Phasen etwas verkürzen und die mal mit dem Let's Play einbinden. Da kommen wir wahrscheinlich mit dem Let's Play auch weiter, weil ich sonst wirklich keine Zeit finde aufzunehmen. Ist mir nämlich letzte Woche auch teilweise passiert mit den Train Fever-Aufnahmen. Die waren dann einfach nicht da. Und es tut mir auch leid, ja, ich weiß, ich hätte dazu Infovideo machen sollen. Aber ich fand mich gerade gesundheitlich so nicht in der Lage, das zu tun. Ich hatte mich wirklich noch zusammengerissen, am Samstagabend bis spät in die Nacht aufzunehmen. Und zwar ETS, weil dann ein Konvoi war von der Konsec. Da fängt es auch wieder an. Und diese Huster, die ich jetzt noch immer mal habe, ich nehme mich jetzt ein bisschen Hustensirup und dieser Hustensirup, der hilft mir ungemein. Ja, aber sonst hatte ich ohne Hustensaft, also Hustensirup, dann ganz schwere Probleme. Konnte schwer atmen. Schleim heute hat es zugesetzt. Und es war sehr unerträglich. Also, das, was in den Aufnahmen kommt, wo ich in der Konsec bin, das ist noch sehr erträglich. Ein Ufo würde das sagen, nein. Sowas macht man nicht. Sowas wird nicht hochgeladen. Aber ein Cedric sagt, das ist noch verkraftbar. Solange es Spaß macht, den Zuschauern zuzuschauen, beziehungsweise die Interesse geweckt wird, dann sage ich, ist es noch volles Inventar. Und bei mir hat es gerade einen Blitz gegeben, es gewittert. Wenn das irgendwie die Aufnahme beeinträchtigt, dann werdet ihr es merken. Weil ich habe letztens mal aufgenommen, die Aufnahme ist aber leider nichts geworden, weil es geblitzt hat. Also wisst ihr schon mal Bescheid, wenn es blitzt, kann es durchaus möglich sein, dass die Aufnahme nicht nach YouTube hochgeladen wird. Wir brauchen neue Truhen, wir haben ja noch eine Doppeltruhe. Aber wohin das Ganze? Das haben wir hier so schön geordnet, ne? Wir könnten jetzt nach unten gehen und sagen,
Los. Wir stellen hier jetzt noch ein paar Truhen auf. Im Keller sozusagen. Ich möchte aber gerne in die Richtung, wenn da gehen, weil auf der anderen Seite der Fluss ist. Holla, geht er ab bei Sandstein. Der geht ganz schön ab. Aber wie kommen wir jetzt wieder hoch? Upsala, das habe ich mir nicht überlegt. Aber wir haben Sand. So, wir haben hier Holz. Leitern werden ja nur mit Stöcken gemacht. Da gab es noch keine Änderung im Crafting-System. Genau, 27 werden erstmal reichen. So, können wir hier unten schön die Truhen platzieren und den Sand reindämmen. Da ist dann Stein mit rein und den Stein mit rein. Dann geht's weiter. Wir können uns ja hier gleich mal ein bisschen was von den Eisen mitnehmen und ein bisschen was von den Stöcken. Wegen den Eisenschaufeln. Weil irgendwann wird diese Spitzhacke auch den Geist aufgeben. Irgendwann wird es so sein. Boah. Jetzt fängt es schon wieder an. Was gibt es denn eigentlich noch für aktuelle Themen dieser Zeit, an der Zeit gerade? Der Opa spielt, wenn wir mal das Thema Wetter bleiben wollen, Wetterklima, der Opa spielt, hat jetzt eine neue Reihe auf YouTube angefangen, eine neue Serie bei sich, die jetzt nicht um das Fachjargon des YouTube-Gewerbe Let's Play Abenteuer geht, sondern es geht eher um die Wissenschaft. Und zwar steht er in Deutsch und englischer Sprache vor, zum Beispiel, was jetzt Klima und Wetter ist, was Hoch- und was Tiefdruckgebiete sind, wie die entstehen. Bin ich mal sehr gespannt, wie er das erklärt, weil der Liebe hat Meteorologie studiert. Ich habe es ja nicht studiert. Er ist Hobby-Meteorologe, ich bin Hobby-Meteorologe. Ich bin mal gespannt, was er weiß, was ich noch nicht weiß. Man kann sich das natürlich auch alles selbst beibringen, so wie ich. Ja. Ich habe mir sehr, sehr vieles selbst beigebracht, viel recherchiert, aber da gibt es bestimmt noch Sachen, die ich noch nicht weiß. Bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich noch nicht alles weiß. Ich habe da mal ein bisschen Lateinisch Grundkurs gehabt, was sind zum Beispiel einige Wolkenformationen. Zum Beispiel die einfache Quellwolke heißt der Cumulus. Und eine Gewitterwolke heißt Cumulonimbus. Die Ambusform auch bezogen. Das ist wie gesagt Fachlatein. Oh, jetzt hat wieder geblitzt. Ich wollte aber, glaube ich, mal erzählen, was passiert ist, wo mir die Aufnahme durch den Blitz gegangen ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das war, glaube ich, 2000 und
Ist uns gerade die Diamantspitzhacke kaputt gegangen? Ach ne, die ist hier. 2015. Der Cedric nimmt eine Folge Minimetro auf. Müsste eigentlich auch mal wieder kommen. Es hat gerade gedonnert. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Die Fackel haben. Setzt eine Folge Minimetro drauf und in dieser Folge Minimetro ist auf einmal im Steam, im OBS-Vorschaufenster zu sehen, dass das langsam anfängt mit Ruckeln. So, Cedric sagt, oh, das Spiel fängt langsam an zu ruckeln, zumindest im Vorschaufenster. Ich spreche jetzt mal die Aufnahme ab und gucken wir mal an, was los ist. Ja, zu dem Zeitpunkt wusste Cedric noch nicht, dass genau hinter seinem Haus, in seinem Rücken, ein Blitz runtergekommen ist. Cedric nimmt seinen Kopfhörer ab. Er hatte sein Fenster noch nicht auf. Oh, es ist Nacht. Er hatte sein Fenster noch nicht auf. Dann macht er sein Fenster auf. Und in dem Moment knallte es so sehr, also richtig großes Donnergrollen. Ich muss mir wirklich mal was zu essen holen. Dazu gehe ich mal, soll nicht schleichen. Mal kurz so drüber gehen. Mal essen holen. Gerade sehr mysteriöse Musik auch im Hintergrund, ne? Cedric klärt auf. Den Fall 2015. Blitz in Aufnahme. Ja, man hat wirklich im Video gesehen, wie da eine kurze Bildfragmentstörung ist. Und diese Bildfragmentstörung war eben wie so ein weißes Licht in dem Moment. Hier ist kein Essen zufälligerweise irgendwie, oder? Sieben Äpfel sind hier. Die sind auch noch Truhen. Die kann ich mal mitnehmen, die Truhen. Hier ist auch nichts drin. So, hier ist noch 57 Weizen. Da kann man sich auf jeden Fall ein paar Brote draus machen. Passt sogar. Jam, jam, jam. Es kommt langsam auf uns zu, habe ich so das Gefühl. Mit gerade Windänderung. Evening Fall heißt dieses Lied. Mit Lammern Harp. Hier ist ein Zombiehund drunter. Da fährt die U-Bahn. Ja. Da habe ich mir dann schon gedacht, okay, lädst du das jetzt hoch oder nicht? Aber ich hätte es hochladen müssen, weil, zurzeit, also die Aufnahme, die existiert auch noch. Nur die ist auf dem Rechner. Und zwar auf dem ersten Rechner. Und der steht hier neben mir. Und der ist nicht angeschlossen. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich den 9 jetzt also nicht mehr anschlossen lasse. Jetzt mal abschließe und den anderen anstecke. Und den anderen anstecke. Und dann mal das alles auf dem USB-Stick ziehe und Kohle gefunden. Was ich so brauche. Weil da ist wirklich noch ganz viel. Da ist meine alte Terabyte-Festplatte, die ich voll gedämmelt habe. Die steht nämlich jetzt im Schrank, staubsicher, dass da nichts passiert. In Noppenfolie eingewickelt.
dass der nicht zustößt. Ist der bei mir, der Lilla? Ne, der ist bei mir. So. Haben wir es ja bald geschafft. Ich mach mal ganz kurz die Musik aus. So. Ich mach mal ganz kurz die Musik aus. Mal sehen, ob ihr das hört. Ich glaube nicht, dass ihr das hört. Aber es ist gut möglich, dass ihr es hört. So ein leises Grollen müsste eigentlich hörbar sein, aber ganz leise. Ich muss mir mal in der Nachbearbeitung angucken. Gerade jetzt wieder nicht, also. Das kommt drauf zu, wenn ich da noch ein bisschen aufnehme. Ja, ich habe ja noch Folgen vor mir hier. Was bei der zweiten? Hab da zwei vor mir. Und hier oben drauf. Autsch. Wahrscheinlich wieder das Pech des Aufnehmenden hier. Das habe ich so immer mal. Letztens auch, wo ich ein Gewitter aufgenommen habe auf dem Handy. Da war ich ungefähr 100 Meter unmittelbar neben einem Blitz im Freien stehen. Und habe mir wirklich gedacht, nein, bitte nicht. Ich bin noch zu jung, um zu sterben. Solche Gedanken hat man dann. Auf einmal 100 Meter nebenein, hinter einem Haus ein Blitz einschlägt. Und man dann denkt: Wow, das war hell und laut. Und es hat in Strömen geregnet, Platzregen, also es ist nass geworden. Stand an der Haltestelle, es gab keinen Unterstand. Was will man mehr? Der Bus hat auch noch 10 Minuten Verspätung, weil Aquaplaning war. Ne? Also. Die gute Aquaplane. Aquaplane wurde von den Wolken erfunden. Und. Wo kommt ihr denn her? Aus der Höhle hier unten? Ist irgendwo. Ah ja. Das war schönes dumpfes Grollen. Ein schönes dumpfes Grollen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen leise. Also ich höre es gerade so mit den Ohren und OBS nimmt das wahrscheinlich überhaupt nicht wahr. Ich muss dann mal das nächste Mal auf meine Stimme hören hier, auf den Ausschlag. Ob es hörbar ist. Aber ich glaube nicht, dass es hörbar ist. Mein Mikro ist zwar schon gut, aber so gut ist es auch noch nicht. Das ist eigentlich eine Mute-Taste für OBS.
Müsste ich eigentlich mal schauen. Ich wünsche euch aber trotzdem erstmal einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Minecraft Season 5. Mit mir und Cedric Gassius. Müsst ihr das mal reichlich im Fernsehen. Und ich bringe mal ein bisschen Abwechslung rein, dass wir nicht die ganze Zeit den Berg abbauen hier. Ich wollte eigentlich auch noch was Produktives machen. Fangen wir schon mal auf der einen Seite an mit Bauen. Ja. Also hier hinten. Weil das haben wir ja schon abgetragen. So halb. Ja. Und den Sandstein wieder abtragen, das ist ja ein Klacks. Ja. Ja, das geht super schnell. Ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.